Hallo Leute, wir sind hier heute in Alzenau in der Nähe von Frankfurt bei Radsporttechnik Müller, einem der bekanntesten Laufradbauer in Deutschland, wenn nicht sogar einer der bekanntesten in Europa. Und Andreas Müller, der Chef von Radsporttechnik Müller, wird uns heute seine Arbeit und sich selber vorstellen. Gehen wir mal rein. Hi. Ja, Andreas, schön, dass du dir die Zeit heute für uns nimmst. Magst du dich und deinen Laden hier einfach mal kurz vorstellen? Genau, also ich bin der Andreas Müller, ich bin 45 Jahre alt und baue seit weit über 20 Jahren Laufräder. Dazu gekommen bin ich, weil ich selber sehr viel Rennrad gefahren bin. Da ist dann früher auch mal das ein oder andere kaputt gegangen. Dann hast du geguckt, wo kriegst du Laufräder her. Dann hast du festgestellt, hier sind sie okay, da sind sie aber teuer. Und irgendwann hast du gemerkt, das ist alles nicht so, wie du dir das vorgestellt hast. Und dann habe ich gedacht, ich baue die Laufräder selber. Was macht für dich das perfekte Laufrad aus? Beziehungsweise gibt es das perfekte Laufrad überhaupt? Ja, das perfekte Laufrad, das ist so die Frage, gibt es eigentlich nicht. Das perfekte Laufrad ist ja für jeden anders. Weil der eine legt einen Fokus auf Gewicht, der andere auf Stabilität, der nächste Performance. Dann hast du wieder Kunden, die wollen ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und so kommt dann was raus, was für jeden perfekt ist. Aber so ein speziell oder pauschal ein perfektes Laufrad gibt es eigentlich nicht. Jetzt mal angenommen, ich bin auf der Suche nach einem neuen Laufradsatz, habe aber absolut keine Ahnung von Laufrädern. Was muss ich machen? Wie gehe ich vor, wenn ich mich an dich Wände, was machst du dann? Ja, also erstens fragen wir mal ein paar Parameter ab, die halt wichtig sind für die Auswahl der Komponenten. Sprich, was machst du? Fährst du Rennrad? Fährst du Mountainbike? Fährst du Gravel? Wie schwer bist du? Was machst du? Hast du Gepäck dabei? Oder was hast du Farbwünsche? Wie farbige Narben, farbige Nippel? Möchtest du eine Narbe haben, die laut ist? Möchtest du die leise haben? Magst du ein leichtes Laufrad? Magst du ein günstiges Laufrad? Das sind so Parameter, die man erfragt bei dem Kunden. Und dann erfolgt quasi die Auswahl von den Komponenten, die der Kunde sich bei uns alle angucken kann und mit auswählen kann. Und ja, so ist eigentlich der Ablauf. Warum ist es sinnvoller, sich dann einen Laufradsatz individuell bei dir zusammenstellen zu lassen und nicht einfach einen Laufradsatz von der Stange beispielsweise im Internet zu kaufen? Ja, du kannst den im Internet kaufen oder du kannst für einen ähnlichen Preis bei uns den Laufradsatz individuell nach deinen Wünschen und Vorgaben, so wie du ihn haben möchtest, zusammenstellen. Sprich mit deinen Farben, mit den Felgen, mit der Speiche, mit den Nippel und das wird dann alles nur für dich und dein Bike individuell aufgebaut. Was für Möglichkeiten gibt es überhaupt in Bezug auf Speichen, Felgen, Narben? Ja, wir haben viele verschiedene Hersteller von Narben, von Felgen, von Speichen, Nippel. Wir haben einen Laufradkonfigurator, wo du auch alle Komponenten frei auswählen kannst. Und wenn du dir das mal genau anguckst, kommst du da auf Millionen von verschiedenen Möglichkeiten, einen Laufradsatz zu konfigurieren. Wie lange brauchst du, bis du so ein Laufrad dann aufgebaut hast? Also wenn die Komponenten alle an Lager sind, dauert es 1 bis 2 Wochen.
ich bin ja eigentlich so der typische Bergfahrer. Mein Traum war es immer, einen Laufradsatz mit unter 1000 Gramm mal zu haben. Den habe ich ja jetzt, macht doch wahnsinnig viel aus. Wie schätzt du das ein? Macht es überhaupt Sinn für den Normalfahrer, einen Laufradsatz mit unter 1000 Gramm zu haben? Oder wo siehst du da vielleicht ein Gewichtsminimum, das nicht unterschritten werden sollte, ohne dass es jetzt auf Kosten von Sicherheit geht? Ja gut, das ist halt eine individuelle Geschichte. Ne? Also der normale Fahrer, Hobbyfahrer, benötigt das natürlich nicht. Der benötigt auch nicht zwingend eine Carbonfelge. Natürlich, wenn er einen Laufradsatz haben möchte mit einer besseren Performance, dann kommt er halt an der Carbonfelge nicht dran vorbei. Ne? Das ist halt, da spart man halt immens an Gewicht. Ich kann dir mal hier zwei Beispiele zeigen. Ja. Wir haben hier einmal eine Hochprofilfelge. Das ist unsere MSL Carbonfelge mit 55 mm Höhe und 21 mm Maulweite mit einem Clincher-Profil für einen Standardreifen und die wiegt ca. 430 Gramm. Aerofelge. Das ist halt was für im flachen Bereich, für den Racer. Und hier haben wir eine super leichte Tubular-Felge mit unter 220 Gramm. Das ist die MR25, die wir haben, mit für Tubular-Reifen. Und da kriegst du Laufradsätze hin, die halt deutlich unter 1000 Gramm sind. Ne? Mhm. Als Beispiele halt. Ne? Wahnsinn, ja. Wo würdest du sagen, ist die Grenze? Ab wann ist es nicht mehr sicher? Lässt sich das überhaupt so pauschal sagen? Nein, das ist bei jedem Fahrer ist es anders. Das kommt halt auf das Gewicht an, den Einsatzzweck, was macht er damit? Fährt er in die Berge, fährt er flach? Ist er ein schwerer Fahrer, ist er ein leichter Fahrer? Wir haben ja von bis, wir haben Fahrer 50 Kilo oder Fahrer mit 150 Kilo. Ja, ja. Und da muss das für jeden individuell angepasst werden, mit dem passenden Speichen, passende Lochzahl, passende Felge. Passende Narbe. Ja, hier haben wir ja jetzt schon zwei sehr unterschiedliche Laufräder. Der eine sehr leicht, der andere sehr aerodynamisch. Wo würdest du mehr Wert drauf legen, wenn man sich jetzt einen Laufradsatz kaufen möchte, der ja auch im Alltag zur Not gut fahrbar ist und mit dem man bei möglichst vielen Bedingungen viel Spaß haben kann? Ja, das sind halt so zwei krasse Gegensätze. Ja. Am besten ist halt ein Allrounder. Ja. Da hast du ein relativ niedrigeres Gewicht, hast aber noch ein bisschen Aeroprofil, kannst auch bei Wind fahren. Der wird weder super leicht noch super schwer, hat ein vernünftiges Preis-Leistungs-Verhältnis mit passenden Narben und dann fährst du eigentlich damit am besten. Immer mehr. Wie schätzt du das ein? Was macht am meisten Sinn? Was ist möglicherweise für wen besonders empfehlenswert? Clincher, Tubular oder Tubeless? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist halt eine Geschmackssache. Es gibt viele Kunden, die fahren mit Schlauch. Viele Kunden probieren aus Tubeless-Reifen. Manche gehen von dem Tubeless-Reifen wieder weg. Sagen, es ist ein bisschen zu viel Schweinerei bei der Montage, Demontage. Und dann hast du halt noch die ältere Generation oder Profis, die fahren in Tubular-Reifen, der aufgeklebt wird. Was war in den vergangenen Jahren der ausgefallenste Wunsch, den jemand hatte in Bezug auf einen Custom-Laufradsatz? Der ausgefallenste Wunsch gibt es ja eigentlich nicht, weil wir ja fast alle Wünsche erfüllen. Ne? Und daher ist das für uns Daily Business, dass der Kunde sich alles frei wählen kann. Und unsere Aufgabe ist, das fachgerecht zu montieren, dass das nachher für seine Ansprüche zu 100% gerecht wird. Musik
viele ist es wahrscheinlich ein Argument, sich Laufräder im Internet zu kaufen, weil sie einfach denken, preislich sind sie da deutlich günstiger. Wie sieht es bei dir aus? Was für eine Preisrange gibt es da? Wo bewegt man sich da bei dir, wenn man Laufradsatz über dich bezieht? Ja, das ist eine wichtige Frage, die du stellst, weil deswegen sind wir auch heute hier, weil ich ja dasselbe Problem früher auch gehabt habe. Wo kriege ich meine Laufräder? Wo kriege ich vernünftige Laufräder zu einem guten Kurs? Und für gute, hochwertige Komponenten, die kosten ein bisschen Geld. Und deswegen startet ein guter und günstiger Laufradsatz bei uns so bei ca. 550 Euro. Geht dann bis, ich sag mal, 3.500 Euro Open End. Ja. Und da kriegst du schon was Vernünftiges. Wie sieht es dann mit der Lebensdauer aus? Klar, ist wahrscheinlich völlig unterschiedlich, ob jetzt Mountainbike oder Rennrad, aber kann man da ungefähr was dazu sagen? Ja, also in der Regel halten die Laufräder viele Jahre, mehrere 10.000 Kilometer, wenn du da mal einen Schaden hast. Wir haben lebenslange Garantie auf Speichenbruch und haben auch ein Crash Replacement für Alu- und Carbonfelgen. Und wenn du eine Reparatur und einen Service brauchst, dann ist es in der Regel innerhalb von wenigen Tagen wird es bei uns gemacht. Also zum Abschluss noch eine Frage. Wie sieht die Entwicklung aus, was Laufräder betrifft? Wo geht's hin? Geht es immer mehr Richtung Tubeless oder tut sich vielleicht was ganz Neues auch in den nächsten Jahren? Ja, also die Entwicklung sieht man ganz deutlich. Die Felgen werden immer breiter und das Gewicht geht weiter. Durch neue Technologien kriegst du neue Felgen, leichtere Narben, leichtere Speichen. Wir sehen das auch im Mountainbike-Bereich sehr krass. Da bauen wir schon seit längerer Zeit Laufräder oder Laufradsätze unter 1000 Gramm für Rennrad sowieso. Und da werden die Gewichte noch weiter runtergehen in Zukunft. Ja, Andreas, dann vielen Dank. Ich glaube, wir sind durch. Hat uns allen sehr viel weitergeholfen. Mir selber hat sehr, sehr viele Fragen beantwortet und ich weiß jetzt Bescheid, wenn ich mal wieder ein Laufrad brauche. Okay, danke, dass du da warst. Dann mach's gut. Dass du dir die Zeit genommen hast. Bis bald. Danke. Ciao.